So, hallo miteinander, der Star, das war 30, heißt euch wieder willkommen zu einem, ja, einem kleinen Let's Play. Also, wir spielen heute nicht, wie ich erst vorhatte, Gex oder andere Projekte, die ich noch offen habe und vergessen habe gerade. Nein, wir spielen heute was ganz anderes. Wir spielen heute Rollercoaster Tycoon und zwar die Deluxe Edition auf Steam. Ja, die könnt ihr jetzt bekommen für 6 Euro, also 5,99 auf Steam. Und ich habe mir gedacht, ey, warum nicht? So, und deswegen fangen wir mit Forest Frontiers an, das ist einfach. Es ist nämlich so, ich hänge noch mit meinen Projekten ein bisschen hinterher. Und deswegen, naja, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt was zwischendrin rein, dass ihr ein bisschen auf, wenn ihr das habt, dass ihr nicht sagt, hey, so hat der was gesagt, das macht das doch nicht. Und solange ich noch hinterher, ich arbeite an den Teilen, so gut ich kann, aber es braucht halt Zeit. Und ich will ja auch, dass es lustig wird. Ja, es wird was Lustigeres hoffentlich. Und deswegen machen wir jetzt etwas anderes, in dem Fall Rollercoaster Tycoon. Und ja, wir beginnen, indem wir unseren Park benennen. Und den nennen wir jetzt als Start is Super, ne? Awesome Dynamite Platinum Rose Park. So, also das ist auf jeden Fall ein kurzer, knapper, aber guter Name. Wir machen auf. So, wie funktioniert Rollercoaster Tycoon? Also, ihr seid im Endeffekt der Besitzer eines Parks, ja. Und wir müssen jetzt in diesem Park, wir müssen ihn erfolgreich machen. Jetzt gibt es hier viele Sachen. Ich will euch das mal einfach sagen. Hier könnt ihr das Spiel pausieren. Das ist wichtig. Das lassen wir jetzt mal kurz, weil das brauche ich. Weil dann kann ich euch das in Ruhe erklären. Hier können wir Spiel laden, speichern, neues Spiel, Screenshot, Option. Hier sind die Optionen wichtig. Wir haben hier klar primärer Soundtreiber, also das ist jetzt in dem Fall hier. Ihr seht auch mein USB-Audio-Gerät mit also meine Soundblaster externe. Stereo-Music an beste Soundqualität, natürlich. Die Währung ist jetzt hier Franc, warum auch immer eingestellt. Pfund, Dollar, D-Mark, Yen. Wir machen das jetzt auf Euro. Metrisch lasse ich so, denn ich will mich nicht mit dem amerikanischen System auseinandersetzen jetzt. Darstellung. Ich würde ja gern, ich könnte jetzt Vollbild machen, aber das ist ein bisschen komisch, auch mit dem Aufnehmen und ich vertraue Shadowplay nicht ganz so. Deswegen machen wir es jetzt einfach so im Fenster. Das reicht von der Größe her. Wenn ihr das in Vollbild haben wollt, mache ich das gern. Echte Besuchernamen der echten und Besuchsnummern umschalten. Ich möchte die echten Besuchernamen und Zeige am Bildschirmrand verschiebt, das brauche ich nicht, weil ich mache das mit Rechtsklick. So, das sind die Optionen, da solltet ihr immer erstmal reingucken. Hier könnt ihr den Sound ein- und ausschalten, hier könnt ihr zoomen. Ihr seht hier schon das ganze Gelände. Hier ist wichtig, ihr könnt nicht alles bebauen, aber einiges. Wir gehen jetzt aber wieder zurück an unseren Eingang. Dann hier könnt ihr drehen, also ihr könnt hier auch aus vier verschiedenen Richtungen euch das angucken. Ansichtsoptionen, hier seht ihr ja Sicht auf Untergrundskonstruktion, hier können wir zum Beispiel, wenn ihr im Untergrund was macht, die Untergrundsachen angucken und so weiter und so fort. Ihr könnt hier mehr machen, ihr könnt auch die Gitternetzlinien rausmachen. Ich lasse die im Normalfall immer drin. Die Karte des Parks, dann seht ihr hier so eine Karte. Das ist jetzt hier nicht viel zu sehen, aus dem einfachen Grund, sie ist nicht aktualisiert. Dann hier Bodenhöhe und Neigung anpassen. Ihr könnt hier jetzt, das sind eure Hauptfenster dann, ihr könnt mehrere aufmachen, ihr könnt auch noch das aufmachen und das aufmachen. Ihr könnt die x-tausend Sachen aufmachen. So, hier ist es einfach so, ihr könnt hier Kanten rausziehen, also Wände in dem Sinne. Ihr könnt den Boden verändern, ihr könnt die Größe des Bodens, also wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt hier ganz viel Stein haben, dann könnt ihr das machen. Erdboden, Grabbüschel. In dem Fall können wir es nicht machen, weil wir in Pause sind. Dazu müsste ich die ausmachen und dann könnte ich jetzt hingehen und zum Beispiel sagen, ich will das jetzt hier so haben und dann hoch und runter ziehen. Machen wir jetzt nicht. Wasser spricht für sich. Wo mache ich Wasser hin? Dann haben wir hier die Gartenanlagen, also einfach die Verschönerungen. Die geben euch nicht viel Geld, aber das mögen die Leute scheinbar. Deswegen, das könnt ihr machen. Einer der wichtigsten Dinge sind Wege. Dieser Weg, den werde ich euch noch demonstrieren. Wenn ihr Linksklick gedrückt habt, habt ihr auch verschiedene Farben. Wenn ihr hier Linksklick gedrückt habt, das war früher ein bisschen anders. In der Originalversion, das ist jetzt die Steam-Version, da muss ich mich selber ein bisschen umgewöhnen. Aber ihr könnt hier, das sind jetzt zum Beispiel mehr so Brücken, in dem Sinne oder Ausgänge, das sind Eingänge, das sind normale Wege. Also ihr könnt jetzt hingehen. Sie können nicht bauen, wenn das Spiel noch braun ist. Also ihr könnt jetzt hier Wege bauen. Ist gut, Spiel, ich hab's verstanden. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder den Weg normal bauen. Das heißt, wenn wir das jetzt mal einpausieren, wir bauen hier Weg hin, einzeln für einzeln, könnt auch gedrückt halten, dass es hochzieht. Oder ihr macht den hier. Dieses Tool nehme ich immer. Ihr klickt auf die Richtung, die ihr wollt. Und jetzt sagen wir,
bauen, bauen. Ihr könnt jederzeit die Richtung wechseln und ihr könnt auch sagen, eine Neigung nach oben, eine Neigung nach unten oder geradeaus. Brauchen wir jetzt nicht, noch nicht. Das kommt jetzt gleich erst noch. Natürlich das Allerwichtigste, die Attraktion. Ja, also ich habe hier eine Einspurbahn, die ist mehr für Transporte. Das ist jetzt in dem kleinen Park vielleicht nicht so sinnvoll. Wenn ihr jetzt aber mal, ich spreche da aus Erfahrung, einen Riesenpark habt, ja, also einen richtig großen, ja, riesengroßen, dann ist es besser, in meinen Augen, das ist jetzt jedem selbst überlassen, wenn ihr eine Bahn macht, wo die Leute da locker einmal drumherum fahren können. Müsst ihr aber nicht, weil das Teil kann sehr teuer werden. So, hier haben wir dann, es ist unterteilt nach verschiedenen Sachen. Wir haben hier einmal die Transportfahrten, das habe ich euch gerade gezeigt, die gemäßigten Fahrten, das sind zusammen mit Geisterhaus, Karussell, Autofahren, Rutschbahn. Also das sind dann mehr diese Sachen, diese, ja, kleiner, wie würde man bei uns sagen, die für kleinere Kinder, ja. Die Achterbahnen sind natürlich, darum geht es natürlich, Rollercoaster Tycoon, ich meine, das sagt alles, da könnt ihr eure eigenen Achterbahnen bauen. Das werden auch später eure Hauptgeld, Attraktionen sein. Aber dazu kommen wir noch. Wir haben aufregende Fahrten, das sind dann Twister und Schiffsschaukel. Im Moment, da gibt es noch mehr später, viel mehr, aber das zeige ich euch dann gleich noch, weil es noch eine Sache gibt, die für manche sehr abschreckend wirken kann, aber das erkläre ich dann. Das sind dann mehr die Auf, das sind diese, ja, wie wir sagen, für Jugendliche oder sowas, mehr. Ihr wisst, was ich meine. Also aufregender, die bringen euch auch natürlich eigentlich ganz gut Geld rein, aber halt eben nur dieses Kleinvieh. Wasserfahrten spricht für sich, da haben wir im Moment nur den Bootsverleih und Essen, Ladenstände, Burger, Colas, Zuckerwatte, Toiletten, vor allem die Toiletten ganz wichtig, aber auch hier dieses ganze Essen. Ihr werdet meistens mit Essen mehr, nicht so viel Geld machen mit Essen und Trinken, aber es ist wichtig, weil das tut die Leute auch zufriedenstellen und Kleinvieh macht auch Mist. So, jetzt kommt ein Part, der für manche ein bisschen am Anfang abschreckend wirken mag. Aber ja, ich will einfach mal so viel sagen. Wir kennen es nur durch den Geschäftsbericht. Das ist so wichtig eigentlich. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier unseren Bau, Unterhaltskosten, Grundschulen, so verschiedene Sachen, die uns Geld kosten und natürlich und so weiter und so fort, Marketing, Forschung, Darlehenszinsen. Ihr müsst jetzt nicht genau wissen, warum ihr Fahrgelder plus geben. Es ist eigentlich logisch, aber oder warum Unterhaltskosten, was ist das? Das müsst ihr nicht wissen. Ihr seht hier bloß, bis jetzt haben wir Landschaftsgestaltung, diesen Weg, 84 Euro ausgegeben. Das war's, also haben wir bis jetzt ein Minus. Ihr werdet am Anfang immer ein Minus haben. Das ist so. Aber das ist nicht schlimm. Denn hier habt ihr dann das Darlehen, 10.000. Wir haben jetzt mit 10.000 angefangen. Das heißt, wir haben ein Darlehen von 10.000 Euro. Ihr könnt das natürlich erhöhen. Ihr könnt sagen, ich will mehr, ihr könnt aber auch sagen, ich will weniger. Ja, ich will abzahlen. So. Also ihr könnt dieses Darlehen, das Ziel sollte natürlich sein, dieses Darlehen auf Null zu haben, dass ihr euch selber versorgen könnt, aber ihr könnt jederzeit Darlehen aufnehmen, wenn es mal nicht läuft. Wichtig ist hier noch der Firmenverkehrswert und der Parkverkehrswert. Es gibt Missionen, da werdet ihr einen Verkehrswert brauchen von so und so viel Euro. Ja, das ist wichtig, aber nur für spezielle Missionen. Das geht natürlich, je mehr ihr besser verdient, desto besser wird. Das ist relativ simpel. Hier seht ihr nochmal das Ganze in. Hier steht es Geldmittel. Das ist im Endeffekt das hier. Bloß eben in einer Bar Chart. Dann habt ihr natürlich hier den Verkehrswert des Parks und den wöchentlichen Ertrag. In dem Fall haben wir natürlich noch keinen Ertrag. Das hier ist sehr wichtig. Das sind die Marketingkampagnen. Mit diesen Marketingkampagnen müsst ihr wirklich Werbung machen, wortwörtlich Marketing, Werbung. Ihr könnt für den Park Werbung machen, kostet natürlich viel für Attraktionen, ihr könnt freien Eintritt in den Park oder halben Eintrittspreis im Park und das macht jetzt doch keinen Sinn. Das ist auch sehr teuer, das macht man erst später. Wir haben nur nichts stehen. So, das ist der erste Part. Also da gar nicht so übermannen lassen. Es geht eigentlich, wenn man es einmal raus hat, aber am Anfang. So, wir haben hier unsere Forschung. Hier werden neue Sachen geforscht. Hier seht ihr nur den Fortschritt, also was, wie, wann und wann, was wurde als letztes entwickelt. Wichtig ist das hier. Ich persönlich bin jemand, der maximiert immer seine Finanzierung, also seine Forschung. Das heißt, mit 400 Euro im Monat tun wir unsere Forschung maximieren und wir kriegen neue Sachen recht schnell. Hier könnt ihr aussuchen, was. In dem Fall zum Beispiel möchte ich das hier raus haben, der Rest ist okay. Achterbahn, aufregende Attraktion, ihr seht, da gibt es viel mehr. Dann haben wir hier noch die Attraktion im Park. Das wird später wichtig, das zeige ich euch auch nachher. Denn hier könnt ihr so eure Sachen sortieren. Vor allem könnt ihr nach Ertrag gucken. Was bringen euch diese Sachen ein und könnt das sortieren.
ist später wichtig. Das ist einfach nur unser Hauptpark, wie viel Besucher im Park, die Bewertung, Eintrittspreis, Größe. Das Ziel ist ganz wichtig. Mindestens 250 Besucher bis Ende Oktober, Jahr 1 im Park, so wie eine Parkbewertung von 600. Unsere Bewertung ist im Moment bei 500. Das heißt, wir müssen besser werden. So, dann hier die Leute, da könnt ihr eure Besucher natürlich angucken. Zum Beispiel ist hier Mohammed B. Und ja, ihr seht jetzt hier, wie es ihm geht, was er gemacht hat, wie viel Geld er hat ausgegeben hat, seine Gedanken, was er bei sich hat. Ihr werdet später nicht mehr den Überblick haben. So, hier ist sehr wichtig, wir haben das Personal. Im Personal haben wir Hilfskräfte, und zwar einmal den Hausmeister. Ich nenne mal Hausmeister. Der geht hin, der putzt euch den Park, der tut den Rasenmähen. Das könnt ihr alles einstellen, was er zu tun hat. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also im Endeffekt, er macht sauber. Dann haben wir die Mechaniker. Die sind sehr wichtig, wenn ihr eure erste Achterbahn habt. Sollte das erste sein, was ihr dann auch gleich macht, Mechaniker einstellen. Die kosten zwar viel im Monat, aber es ist gut, ich meine, 55 Euro im Monat. Ich meine, prinzipiell ist das nicht viel, gell? Aber einen ganzen Park zu bauen kostet auch keine 10.000 Euro. Da hätten wir ja nur noch Parks. Aber die Mechaniker sind wichtig, denn die reparieren eure Attraktionen, weil es kann mal sein, dass die ausfallen. Und dann muss der Mechaniker das reparieren. Die Aufseher sind natürlich wichtig, die gucken halt, dass nichts zerstört wird. Es gibt mal Sachen, da werden Parkbänke zerstört und so weiter. Das gibt's, aber das ist nicht so schlimm, weil das könnt ihr locker auch im Notfall mal ändern, neu aufbauen. Und dann haben wir noch die Entertainer. Die tun euch einfach die Leute wieder glücklich machen. Mehr nicht. So. Und das sind dann die letzten Meldungen, was ist passiert, gab es irgendwo einen Unfall oder sonst was. Das seht ihr dann noch hier unten immer. So, das ist das ganze Spiel und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Ich habe es jetzt wirklich nur kurz mal durch erklärt, weil. So, wir bauen eine Attraktion. Wir wollen ein Karussell bauen. Übrigens mit Rechtsklick auf dem Baum, für ein bisschen Geld kriegt ihr den weg. Es ist immer wichtig, dass ihr genug Platz habt für Eingänge und Ausgänge. In dem Fall machen wir es so. Jetzt haben wir das gebaut, jetzt brauchen wir einen Eingang. Ja, das könnt ihr auch hier machen, die Buttons, je nachdem, was ihr jetzt erstes machen wollt. Dann gehen wir erstmal auf den Eingang, bauen wir hin und hier einen Ausgang. So, das sieht schön aus, das ist wunderbar. So, jetzt haben wir hier das Karussell stehen. Jetzt solltet ihr eins erst machen, weil ich tendiere dazu, das manchmal zu vergessen. Ihr nehmt euren Fußweg, baut den hier hin, das ist euer Eingang und hier seht ihr es auch im Schild. Und dann baut ihr noch einen Ausgang. In dem Fall machen wir jetzt natürlich einen ganz normalen Ausgang hin. Das reicht eigentlich erstmal. Das vermeiden wir lieber. So, und jetzt haben wir hier, schon sind wir fast fertig. Wir haben den Weg. So, was haben wir jetzt? Wir benennen das Karussell natürlich, das ist das Allerwichtigste. Wir nennen es Studies Drehwurm. So, weil mir nichts anderes einfällt. Dann gucken wir hier. Hier könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Rotation, da gibt es dann verschiedene Sachen. Wir warten auf voll. Mindestwartezeit 5 Sekunden, Höchstwartezeit 1 Minute. Ich lasse das so, weil das ist gar nicht mal schlecht. Mit Zeltanlagen. Wir können den Eingang natürlich auch rustikal aus Holz machen. Wir lassen ihn jetzt nochmal. Ihr könnt die Farbe ändern, wenn ihr wollt. Den Eintritt, den lassen wir bei einem Euro, der ist okay. Musik spielen. Ja, Orchester. Und ihr könnt selber Musik, glaube ich, einfügen, aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. So, und damit ist unsere erste Attraktion fertig. Und so läuft das im Endeffekt die ganze Zeit ab. Was ihr nur machen könnt, ist, also ich mache das zum Beispiel ganz gern, ich mache erstmal ein bisschen Platz, weil das kostet zwar ein bisschen Geld, aber ich brauche diese Bäume weg, die stehen mir nur im Weg rum. Wichtig ist natürlich noch zu beachten, ihr könnt Bäume außerhalb eures Parks nicht fällen. Klar, ist ja nicht euer Park. Ihr könnt euch das Grundstück auch erweitern, aber das machen wir später mal, weil das brauchen wir jetzt noch nicht. So, und jetzt läuft alles. Jetzt ist natürlich klar, mit einem Karussell ist hier nichts gemacht. Deswegen werden wir jetzt hier einfach mal ein bisschen Weg bauen. Ich mache das immer ganz gern. Ich plane da nicht gar nicht so arg vor. Ich baue jetzt einfach ein Stück vor und dann gucke ich einfach, was mir so gefällt. Jetzt haben wir ein Karussell. Jetzt bauen wir daneben einen Twister noch. So, und den könnt ihr auch direkt hier hinbauen. Das sind jetzt so Attraktionen. Also so mancher würde jetzt natürlich mit dem Kopf schütteln und sagen, ey, das ist viel zu kurz, der Eingang. Ich persönlich sage, für diese kleinen Attraktionen braucht ihr keinen großen Eingang. Da bin ich ganz ehrlich. Aber gut, das muss jeder so machen, wie er es für richtig hält. Und wenn das natürlich jetzt fertig ist, dann ist natürlich so.
Ist es natürlich so, dass ihr ja nicht mehr den Platz habt. In dem Fall machen wir es jetzt einfach mal so. Wir machen das jetzt so rot. Das machen wir dunkelblau. Wunderschön zum Kotzen. Einen Euro und damit passt das. Ihr werdet euch jetzt natürlich denken, ey, was sind das für Preise? Würde ich das zahlen? Würde ich das zahlen? Auf irgendwelchen echten Jahrmärkten. Ich wäre ja overglücklich. Ja, das wärt ihr. Es ist tatsächlich so. Solche Preise, das sind natürlich Traumpreise, gell? Aber zu der Zeit, wo das Spiel rauskam, war das, glaube ich, sogar noch relativ normal. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, weil ich war nie so der große Fahrer von. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Mein Freund, du hast dich verlaufen. Da, du hast dich wieder gefangen. Auf jeden Fall, das ist so eine Sache. Und jetzt habe ich den Ausgang vergessen. Seht ihr, deswegen müsst ihr das Zeug sofort bauen. Weil das sonst vergesst ihr das ruckzuck. Und deswegen, ja, das ist eigentlich schon, das ist jetzt nur ein ruhiger Anfang. Es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist alles einfach ruhig, ja. Also ihr habt jetzt echt noch Ruhe, ihr müsst noch nicht so viel mit den Finanzen machen. Ihr müsst halt gucken, ihr habt jetzt 7000, die Besucher gehen hoch. Wir haben noch einen freien Eintritt mit Absicht, dass sich die Leute einfach jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe machen können, also in Ruhe angewöhnen können. So, und schon haben wir drei Attraktionen stehen. Läuft. Und ja, ich denke, ich habe jetzt genug erklärt. Ich denke, jetzt spielen wir das einfach mal nebenher. Und deswegen, ja, also ich bin auf jeden Fall wieder zurück. Das ist jetzt schön. Ich habe jetzt auch wieder die Zeit. Ich werde jetzt erstmal in Ruhe hier bauen. Ich werde das in Ruhe, das Rollercoaster wird jetzt so ein bisschen das Projekt über die Zeit sein, bis ich mein erstes Projekt soweit schon mal zum Veröffentlichen habe, weil es einfach noch Zeit braucht. Und deswegen, ich mache immer ein bisschen weniger Preise, deswegen werde ich wahrscheinlich immer arm bleiben, was das angeht, aber es ist egal. Ja. Was das andere Projekt angeht, ich habe euch ja einen kleinen Wink gegeben. Was kostet das? 1,20? Ja. Einen Wink habe ich euch gegeben. Und ich denke mal, jetzt sollten wir erst einmal schauen, dass ich dieses Projekt fertig kriege und ihr währenddessen. So. Gut, das reicht für den Anfang. Hier seht ihr was? Er hat den Preis erhalten für den sichersten Park. Da können wir auch drauf gehen. Das ist eine Auszeichnung und das bringt es natürlich Kundschaft. Ist ja klar. Gut, wir haben so die grundlegenden Sachen. Ich mache Toiletten grundprinzipiell immer frei. Und damit können wir jetzt mal gucken. Und zwar folgendes, wenn ihr hier hingeht. Ah, Riesenrad ist fertig. Cool. Das ist diese Forschung. Das ist die Forschung und das finde ich super. So, und weil wir natürlich gerne ein bisschen Platz benutzen, werden wir jetzt Folgendes machen. Wie mache ich das? So. Okay, jetzt sind wir schon bei einem etwas komplizierteren Bau, aber auch das kriegen wir hin. So, wunderschön. Ah, es ist ein bisschen schwierig, ich muss zugeben. Also ich habe das jetzt gerade echt unterschätzt, dass es so schwierig ist, sowas zu spielen und gleichzeitig im Endeffekt euch ein bisschen zu unterhalten. Es ist nicht einfach. Es ist definitiv nicht einfach, aber damit haben wir das zu. So. Okay, dann nennen wir hier. Irgendwie mache ich gerade alles mit Stardies. Machen wir mal was anderes. Etwas Normaleres. Gut, das passt mir so, das Riesenrad. Also los geht's. So, und das ist jetzt zum Beispiel was. Riesenrad ist jetzt zum Beispiel vielleicht nicht sinnvoll, dass ich das jetzt so einen langen Eingang mache, weil meistens nicht so viele Leute reingehen, die sagen, ich will was Aufregenderes. Aber es ist gar nicht so unsinnig. Es ist nicht unsinnig. Okay, also dann fangen wir jetzt mal an mit dem Wichtigsten, und zwar eine Achterbahn bauen, ja? Ihr seht hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt hier Vorgefertigte nehmen. Es gibt kein Foto dafür. Ihr könnt euch aber die Tests anzeigen lassen. Das ist immer wichtig, weil diese Tests zeigen euch einfach. Also ich jetzt mal die Mischief nehme. Ja. Ihr könnt euch die angucken. Die sieht so aus. Und ich gucke mir jetzt den Test an. Und hier habt ihr auch nochmal alles. Vor allem hier diese 8,8 und so. Dann wisst ihr, okay, das ist sehr aufregend. Und zwar diese G-Kräfte sind natürlich entsprechend.
Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen eine billige Achterbahn. Und das meine ich jetzt in Anführungsstrichen. Mit ganz viel Platz. Also ihr müsst erstmal einen echten Eingang bauen. Denn das Witzige ist an diesen Achterbahnen, das habe ich eine Zeit lang immer unterschätzt. Ihr baut die wie irre. Unser Geld geht schon weg wie nix. Das ist das Traurige. So. Macht eine schöne Kurve. Lasst das Teil richtig absteigen. Ja. Nochmal eine kleine Steigung hier rein. Runter. So, und damit sind wir eigentlich schon ziemlich gut dabei. Es hat jetzt sehr viel Geld gekostet, deswegen hoffe ich auch, dass das jetzt gut angenommen wird. Es ist ein Risiko ein bisschen, ja. Also ich persönlich würde auf so einen Quark niemals gehen. So, und hier könnt ihr noch vielleicht was reinmachen, ein paar Bremsen oder sowas, wenn ihr das wollt. Ich werde das jetzt. Wir bremsen das runter auf 20 und damit fährt der in Ruhe ein, der Zug. So, das war's schon. Jetzt habe ich nur einen kleinen Fehler drin und zwar habe ich jetzt das so scheiße gebaut, dass ich echt kaum Platz habe hier für den Eingang. Tut das nicht. Aber wir machen das, wir kriegen das richtig hin, wir machen das auch ordentlich. Es gibt immer ein paar Tricks. So, das war die Achterbahn. Jetzt müssen wir erstmal Folgendes machen. Jetzt müsst ihr erstmal einen Test machen. Das heißt, wir testen das Ganze erstmal. Wir können hier auf den Zug 1 schalten. Ihr könnt auch hier die Sachen angucken. Ihr könnt und das hier brauchen wir dann. Deswegen, jetzt kommt erstmal Geld ein bisschen rein. Und dann schauen wir uns das erstmal an. Ah, wisst ihr, es ist schon interessant, jetzt wieder von Videos her zurück zu sein. Ich habe jetzt so viel Zeit nicht gehabt. Ich habe echt so lange jetzt keine Zeit gehabt. Und jetzt plötzlich habe ich die Zeit wieder. Aber es ist auf jeden Fall schön. Es ist definitiv mal schön. So, wenn das nicht passt jetzt, kurz erwähnt, dann könnt ihr noch eine S-Kurve reinmachen oder sowas und dann funktioniert das wieder. So, damit der Zug fährt ein. Und sobald er jetzt hier am Halt ist, er macht jetzt Stopp. Und damit haben wir jetzt hier Erregung 0, also sehr niedrig, Intensität extrem und Übelkeitsrate mittel. Ja, also es wird die Leute nicht ansprechen. Was können wir tun? Wir können noch einen traurigen Versuch unternehmen. Warum die Intensität jetzt so hoch ist, wundert mich, weil das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich hoffe halt nur, dass das Geld wieder reinkommt, denn wenn das Geld da nicht reinkommt, dann haben wir ein kleines Problem. Wir nehmen das hier zurück. So. Und hier bauen wir jetzt lang. Machen wir noch ein bisschen das da weg. So. Also wollen wir uns das Ganze mal angucken. Wir machen jetzt eine S-Kurve nach links, eine S-Kurve nach rechts und ein Action-Foto rein. Das Problem ist jetzt natürlich, wird es jetzt besser? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, ich hoffe es jetzt. So, ihr müsstet jetzt, natürlich müssten wir jetzt nebenher vielleicht noch ein paar Sachen extra machen, aber es muss jetzt erstmal laufen. Das Problem ist, es geht halt niemand. Unser Geld schwindet, unsere Besucher steigen. Und sobald diese Achterbahn eröffnet ist, und ich will sie jetzt aufbauen, ja. Du kommst jetzt mit. Und du kommst jetzt auch mit. Wichtig jetzt Hausmeister kurz, während das hier im Hintergrund läuft. Wir gehen mal auf den Zug 1. Hier, Fußwege fegen, Beete bewässern und rasen mähen. Das soll er lassen. Er soll bei uns nur Fußwege mähen und das machen. Okay, wir sind jetzt halt an der Station. Ich hoffe, jetzt hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem, weil dann kriege ich den Scheiß nicht los. Dann gucken sich die Leute an und denken sich, nee, das fahre ich nicht. Wenn es zu extrem ist, dann ist der Effekt auch zu arg. Jetzt deswegen gucken wir mal. Oh, was ist daran extrem? Was ist daran extrem? Ehrlich mal. What the hell? Das ist stinknormale, langweilige Achterbahn. Also. Gut, wir haben jetzt keine andere Wahl. Wir werden es jetzt eröffnen. Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. So, ihr seid durch. Deswegen werde ich den Ausgang jetzt eins. Ups. Oh, Mignon. Macht das nicht. So, wir werden den um eins verschieben, denn hier machen wir den Weg weg.
Leute, was ist los mit euch? Warum seid ihr so doof? So. Den Eingang, den wir bauen, der braucht ein bisschen mehr Ausholen. Den müssen wir ein bisschen mehr ausholen. Wenn ich es mal wieder voll verkackt habe. Jo. What the fuck is this shit? Hat keinen Weg, der vom Ausgang wegführt. Bauen Sie einen Weg vom Ausgang. Genau solche Warnungen kommen auch. Ich poker jetzt drum. Jetzt ist mir jetzt wurscht. Ich poker jetzt drum, dass die Leute da anstehen und das fahren wollen. Ich glaube nur nicht dran. Ich glaube ganz ehrlich nicht dran, dass die Leute da überhaupt hin wollen. Ich glaub's nicht. Aber wir probieren es trotzdem. Meine Güte, was kann schon schief gehen? Es gibt immer ein paar Spinner, die fahren wollen, das dann voll toll finden, obwohl das einfach nur lame ist. So! Aber ihr seht schon, wie sie da ran springen. Wow! Nein, das sieht mir zu extrem aus. Was ist daran extrem? Ups. Was soll es daran extrem? Daran ist nichts extrem. Das Teil ist cool. 2 Euro. Leute. Es ist nicht extrem. Was? Oh, nee. Ich hab's verkackt. Nehmen wir es einfach, wie es ist. Ich hab's verkackt. Ganz klar, ich hab's verkackt. Die Leute wollen's nicht. Und wir kriegen auch nur einen Furz von Geld. Und das ist das Problem. Aber wir haben jetzt Stahlgerüst, Achterbahn. Ich nehme jetzt nochmal ein Gamble. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich mach's jetzt nochmal. Es bringt nichts. Ich probiere es nochmal, wenn ich ein Darlehen nehmen muss. So, und das sind, wenn ihr Glück habt, die billigsten Achterbahnen, die ihr habt. Ihr könnt die Ellen hochbauen. So, das war's. Mehr brauche ich nicht. Das hört sich jetzt erstmal krass an, aber what the fuck, warum brauchst du nicht mehr? Aber ich werde euch jetzt gleich mal was zeigen. Diese Achterbahn macht ihr zum Abschuss bei einer vollen Geschwindigkeit. Ah, machen wir mal 90. Eingang ist noch nicht gebaut. Ja, geh weg, Box. Lass mich bauen. Shit, ich hab mich vertan. Shit, ich hab mich schon wieder vertan. Kann ich das Teil nicht irgendwie bewegen? Bitte. Also ihr seht schon, das Ganze kann ein bisschen, man kann es wirklich verkacken. Also wenn ihr euch jetzt mal mein Beispiel anguckt, ich habe sowas von verkackt gerade schon wieder. Ihr könnt es echt verkacken und ich zeige euch gerade, was ihr am besten nicht tut. Nein. Wir machen es jetzt mit zwei Abständen, weil das ist mir sonst zu doof. So, und jetzt nochmal. So, weil mit dieser Achterbahn auf jeden Fall habt ihr es sehr einfach, weil ihr hier wirklich nicht mehr machen müsst. Also einfach hochbauen, die Leute sollen halt mitfahren und fertig. Das ist so ein bisschen die faule Ausrede für Achterbahn, wenn ihr es wirklich jetzt seht. Weil das habe ich echt noch nicht gehabt, dass das so extrem schief geht. Okay, zumindest wenn das jetzt hier auch nicht entsprechend so gepatcht wurde, dass es jetzt auch nicht mehr funktioniert. So, wir wollen einen kleinen Test machen. Ups. Ihr seht, das war's. Das war's. Und jetzt gucken wir mal, ob das den Leuten gefällt mit dem Abschuss. Ne? Alles niedrig? Oh, come on. Das war doch immer mein Safe Spot. Was soll ich denn da noch machen? Warum niedrig? Also, ich glaube, da hat man was gepatcht. Ganz ehrlich, ich glaube, da wurde was gepatcht, weil. Also, die alten Tricks funktionieren nicht mehr. Scheiße. Shit. Ist egal. Dann machen wir es anders. Ich will einen Action-Bereich für ein Foto. Und dann geht's hoch. Und ich baue es aber auf Nummer sicher ganz hoch. Okay, nehmt ihr das vielleicht eher an? Ja, ich merke gerade selber, ich bin nicht mehr so ganz geübt darin. So, das ist ein cooler. Ey, komm, das ist eine coole Fahrt, oder? Ja, da will jeder von euch mal rein. So, ich brauche die Testergebnisse und einen Kaffee. Ich bin schon wieder eine halbe Stunde daran. Ich habe ja noch eine reine Erklärstunde. Mittel, mittel, niedrig reicht. Mittel reicht für mich. Passt. Perfekt.
Also, ein bisschen was doch ran. Passt. Und damit seht ihr, wir sind fertig. Ich kann jetzt hier noch einen Fußweg bauen. Bäm. Gut, damit wollen wir den Preis jetzt festlegen. Dadurch, dass es das erste Mal ist und ich jetzt echt dringend Geld brauche, sind wir bei 4 Euro. Und das Action-Foto will ich 3 Euro. Und ich möchte aber, ganz wichtig, es muss nicht voll sein, aber eine Minute warten ist schon. Das passt so, ein Wagen. Gut, damit ist sie offen. Und wir können jetzt anfangen, Geld zu verdienen, wenn alles klappt. Denn wir werden jetzt ins Marketing gehen. Übrigens, hier, um euch das zu zeigen, ihr seht es hier, wir haben natürlich jede Menge Miese gemacht. Also gerade die 4000 mit der Achterbahn, das war ja eh ein Fehlschlag des Grauens. Und auch unser Park wird jetzt Eintritt kosten. Wer jetzt noch drin ist, hat Glück gehabt. Aber ich will jetzt 10 Euro. Und wir machen Werbung nur für eine Attraktion. Und zwar für die Stardis billige Ausrede. Ich will 4 Wochen. Die 800 Euro, die müssen jetzt laufen. Und ihr seht es, da kommen Leute. Seht ihr diese Schlangen, diese Massen? Und genau darum geht es hier in Rollercoaster Tycoon. Ihr macht Rollercoasters, die Leute gehen da rein und zahlen. Und dadurch, dass wir Geld machen, kommen viele da rein. Und jetzt gibt es diesen Button hier. Ihr seht es jetzt geöffnet, ihr seht den Status. Warteschlange zum Beispiel, wie viele Leute warten. Hier, sei es billige Ausrede, 34 Leute, 36. Also, da gibt es viele Sachen. Und jetzt ist wichtig Ertrag. Jetzt tut sich natürlich Stardis billige Ausrede noch nicht lohnen, weil klar, wir haben noch die laufenden Kosten erstmal. Aber ihr seht schon, wie viele Leute sich da anstellen. Und wenn ich Pech habe, muss ich es halt mal schließen und dann halt mal kurz den Eingang vergrößern. Das kann schnell passieren. Aber das wollen wir uns natürlich jetzt noch warten, denn ich bin jetzt mal gespannt, wie viel Geld wir damit machen. Besucher sinken, das ist klar. Unser Park kostet plötzlich Geld. Das ist mir nur scheißegal, weil das Geld muss jetzt fließen. Aber wir speichern hier jetzt. Wir machen Spiel speichern. Da haben wir Saved Games sogar. Deswegen würde ich sagen, Forest Frontiers nicht. Da dies. Awesome Dynamite Platinum Bros Park. So, wir haben gespeichert und dann war es das für heute. Also entschuldigt, heute war noch ein bisschen die Erklärrunde mehr. Ja, jetzt können wir in der nächsten Runde mal gucken, wie wird sich Stardis billige Ausrede rentieren am Schluss und werden wir das Ziel erreichen, was man ja will von uns. Das seht ihr dann hoffentlich in der nächsten Folge und bis dahin macht's gut, euer Stardust Warrior 33.